Die größte Herausforderung zurzeit ist für mich das Volleyballspielen in meinem Verein. Die Schule, meine Berufswahl. Also es ist schon so, dass es ein großes Ziel jetzt ist, die Realschule gut abzuschließen, damit ich halt dann weitergehen kann. Eigentlich so, wie es jetzt weitergeht, weil nach dem Praktikum habe ich noch gar nichts und ich weiß im Moment noch nicht so ganz, was ich will. Ja, so die Balance zu halten zwischen Schule ernst zu nehmen und trotzdem noch genug Freizeit zu haben. Mit Hip-Hop, Musik, weil wir auch hier machen wir Musik. Ja, und das ist halt eine Herausforderung, alles selbst aufzubauen. Schon in der zweiten Klasse wollte ich immer Journalistin werden. Also ich will Moderatorin werden. Maler, Lackierer. Mein Traumberuf, Sportmoderator zu werden. Ja, irgendwas mit Medien möchte ich schon machen. Das Künstlerische bekomme ich gut hin. Ich habe halt meine Fähigkeiten mich mit Worten ausdrücken, im kreativen Bereich vielleicht. Ich kann auch oft im Stress dann doch recht gut irgendwie arbeiten. Im Volleyball, da klappt eigentlich relativ zurzeit relativ vieles. Da habe ich sozusagen einen Lauf und den will ich eigentlich sozusagen fortsetzen. Im richtigen Moment den kreativen Einfall zu haben. Also Kontakt mit Menschen. Ich stehe gerne im Mittelpunkt. Ich rede sehr viel. Also ich rede gerne und viel. Ich bin offen für neue Sachen, also ich habe keine Probleme, irgendwie mich in was Neues einzuarbeiten und so und bin neugierig auch. Meine Mutter hilft mir so. Ja, meine Eltern unterstützen mich. Hier Antonio mich unterstützen. Ja. Also momentan glaubt eigentlich niemand dran, dass ich das schaffe, weil ich auf der Hauptschule bin. Ja, andere Freunde zum Beispiel. Mein Papa und meine Mama unterstützen mich natürlich auch, meine Freunde. Ja, und zu einem meine Mutter und mein Vater und dann auch mein bester Freund, der bei mir dort im Verein spielt. Meine Lehrer, meine Eltern, mein Bruder, alles. Die Menschen um mich herum tun mir allein durch ihre Anwesenheit schon helfen. Ja, also klar, mein Bruder oder eben meine Eltern. Vermutlich, weil ich in der Schule zu schlecht war und so ein scheiß Zeugnis habe. Ja, manchmal kann ich nicht so leicht Nein sagen und Ja, weil ich von der Hauptschule komme. Also ich will zwar weiter Schule machen, ich will auf die Wirtschaftsschule gehen und weiter Schule machen, aber daran glaubt momentan auch niemand, warum auch immer. zum Beispiel die Schule, das ist etwas, wo man einfach durch muss, egal ob dir das am Ende irgendwas bringt oder nicht, egal was für einen Beruf du machst, du musst deine Mathe, deine Physik und sowas, das musst du immer lernen. Und ja, Mathe gelegentlich, aber. Mir ist es egal, was andere Leute von mir denken. Hauptsache, ich schaffe das, was ich vorgenommen habe. Ich will meine Ziele erreichen und wer nicht daran glaubt, wird schon sehen. Ich finde es einfach wichtig, dass man das tut, was man wirklich will und sich da nicht von so vielen Leuten reinreden lässt. Cut.